So, dann. Oh, der Trank ist schon ausgelaufen. Dann trinken wir mal neun. Machen uns jetzt mit flottem Schritt wieder auf den Weg zum zweiten Mal zum Turm des Xardas. Auch wenn wir diesmal wesentlich besser vorbereitet sind als beim letzten Mal. Außerdem wissen wir ja, was uns erwartet, nämlich ein Feuergolem. Aber wir haben Eispfeile, Eisblöcke, Eiswellen, Kugelblitze und Blitzstrahlen. Da dürfte das eigentlich kein Problem werden. Zumal wir dank der Schnelligkeitstränke ja auch immer gut wieder weglaufen können. Und da war auch ein Hügel, wo wir uns draufstellen konnten. Also ja, solange er für einen der Zauber anfällig ist, dürfte er kein Problem werden. Was allgemein ein wenig komisch ist, ist, dass dieser Xardas will, dass seine Besucher in der Lage sind, die ganzen Golems umzubringen. Das heißt ja schon, er will nur mit mächtigen Leuten sprechen. Also wirklich mächtig in Form von entweder körperlich sehr stark, dass sie in der Lage sind, die zu besiegen, oder magisch begabt. Was ein wenig skurril ist, denn es kann ja auch Menschen geben, die nicht in der Lage sind, irgendjemanden umzubringen, aber trotzdem was auf dem Kasten haben oder wichtige Informationen für ihn. Zum Beispiel ein einfacher Bote. Das ist schon komisch. Aber bei solchen Magiern ist es halt immer ein wenig skurril. Vor allem, wenn sie so mächtig werden, wie er anscheinend ist. So, hier waren die Jäger. Von denen wollen wir nichts. Wir wollen erstmal da hoch und dann rechts bei den Wachen vorbei. Auch wenn die Wachen ja. Aber gut, lassen wir das. War es eigentlich schneller, wenn wir hier durchgehen, oder? Wenn wir hier durchgehen, kommen wir gleich bei dem Orkdorf wieder vorbei, richtig? Gucken wir mal. Das müsste eigentlich gleich auf der rechten Seite sein. In dieser Brücke aus gebogenen Knochen. Sah zumindest so aus. Genau das da. So, nächster Schnelligkeitstrank. Dafür wird wahrscheinlich der Großteil unseres Erzes draufgehen, immer wieder neue Schnelligkeitstränke zu kaufen. Aber gut, dafür haben wir das Erz ja. Haha, die Feuerechse da. Wollen wir nicht angreifen? Aber ja, dafür haben wir das Erz. Bessere Rüstung und Waffen werden wir nur schwerlich bekommen. Also können wir uns jetzt auch ein paar Luxusgüter leisten, wie Zaubersprüche und Tränke. So, da schon mal der Turm. Hier vorne war links der Weg hoch zu dem verkommenen Turm, wollte ich schon sagen, zu dem runtergekommenen Turm, wo wir das Buch gefunden haben. Und hier rechts rum ging es zu den Golems. So, bereiten wir uns doch jetzt schon mal vor. Wir trinken ein, zwei Heiltränke. Wir bereiten unsere Zauber richtig vor. Also wir fangen an mit einem Eispfeil, würde ich sagen. Eispfeil. Wenn das nicht klappt, dann nehmen wir die Eiswelle. Und danach nehmen wir Blitz und. Wo ist der andere? Wir hatten noch einen Blitzzauber. Kugelblitz, genau, da haben wir ihn doch. Also vier verschiedene Zauber haben wir schon bereit. Den Frostzauber sollten wir wieder deaktivieren. So. Also, Eispfeil, Eiswelle, Kugelblitz, Blitz. Und wir bräuchten auch noch ein wenig Mana, sonst können wir gar nicht zaubern. So, neues Mana. Ein bisschen näher ran und dann könnten wir eventuell auch schon wieder einen neuen Geschwindigkeitstrank trinken. Nicht, dass unserer mitten im Kampf ausläuft, das wäre nicht so gut. Also ja, trinken wir davon auch noch einen. Und hoffen jetzt mal das Beste. Also Eispfeil. Nehmen wir den Blitz mal. Der klingt recht mächtig. Warum ist der Trank jetzt aus? Sehr skurril. Vielleicht gewöhnt sich unser Körper schon langsam daran. Das wäre ja auch nicht so toll. So, ja, das sieht auch schon besser aus. Also. Ja, scheint zu wirken. Ah. Also ja, wirken tut schon mal. Aber nicht ganz so effektiv wie der Feuerball gegen den Eisgolem. Aber da kann man nichts dran ändern. Wenigstens haben wir ihm schon mal Schaden verursacht. So, das müsste es gewesen sein. Ja, er ist nicht mehr hinter uns her. So. Neuer Mana-Trank. Und
nochmal das Ganze. Also ja, wir könnten jetzt auch andere Zauber ausprobieren, aber das ist zu gefährlich. Wir wissen bei dem hier, dass er funktioniert. Also wiederholen wir das Ganze einfach. So, vorsichtig. Der lauert hier immer hinter der Ecke. Genau, da bist du schon. Und komm, 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 kipp um, kipp um, kipp um, kipp um. Okay. Na, ja, ist ein zäher Bursche. Kann man nicht sagen. Oh oh. Nein, 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 nicht erwischen, nicht erwischen. Lauf, 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 lauf. Ah, der Trank ist. Ah doch, der Trank läuft noch. Uffala, das war ein bisschen zu knapp. Ja, der blockiert doch den ganzen Tunnel hier. Schon ärgerlich, so. Schön weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Mann, Mann, Mann. Ja, wenn wir das hier geschafft haben, sind wir definitiv würdig, den Xardas zu sehen. Auch wenn wir uns wahrscheinlich wesentlich schlechter anstellen, als ein richtiger Magier das getan hätte. Aber gut, wir sind halt kein richtiger Magier. Und wir haben keine Blitzrollen mehr, sehe ich das richtig? Richtig. Dann hoffen wir mal, dass die Eispfeile und so weiter genauso gut wirken, sonst müssten wir schon wieder zurück zu den Wassermagiern, was ein wenig peinlich wäre. So. Eispfeil? Nein. Nicht die Eiswelle. Nanü? Haben wir den gar nicht vorbereitet? So, Eispfeil. Und schon wieder erstmal ein neuer Trank trinken. Ja, das ist echt Friemelarbeit hier. So. Und? Ja, es scheint ihn zu beschädigen. Und kaputt, na also. Oh, ganz schön heiß. So, dein Herz kommt auch mit. Und die geben wir gleich mit dem Dämon. Ob das jetzt zwar so eine gute Idee ist, sei dahingestellt, dem Dämon irgendwelche Opfergaben zu geben. Aber wir wollen mit dem Meister von ihm sprechen, also geht kein Weg daran vorbei. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen noch. Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Oh, sehr praktisch. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Hm. Okay, also wir haben jetzt eine Rune bekommen, um uns hierher zu teleportieren. Aber anscheinend nicht direkt hierher, sondern dahin, wo Xardas ist. Weiter oben im Turm. Heißt, wir müssen die Rune jetzt benutzen, um weiterzukommen. Ja, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ja. Definitiv die Behausung eines Dämonenbeschwörers. Überall Ketten und Kisten und... Oh, Kisten. Nom di dum. Das nehmen wir kurz mit. So. Und jetzt schauen wir uns mal nach diesem Xardas um. Ganz schön verwinkelt hier. Ha. Hier unten ist sonst nichts mehr. Aber das ist jetzt wohl der Eingangsbereich für diejenigen, die sich hier rein teleportieren. Na gut, dann halt die Leiter hoch. Hoffen wir mal, dass die nicht allzu morsch ist. Er wird nicht besonders häufig Besucher bekommen. Bei diesem Eingangstest. So, hier ist nichts.
Hier ist ein Seitenturm. Und... Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt... Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Koristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das... Was ich weiß. Was denn? Keiner der 12 Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa, wie viele glauben, Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten 5 Ork-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furcht erzittern, werde ich dir nicht erzählen. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Orkkrieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich geben. Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines hohen Berges, der schon von weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsrune für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ich suche magisches Wissen. Was hat er denn so im Angebot? Skelette beschwören, Golem beschwören, Monster schrumpfen und Untote vernichten. Monster schrumpfen, das kostet ziemlich viel. Na gut, wir sollten auch nicht
noch mehr Kram kaufen, sondern seine Aufgabe erledigen. Ja, es scheint uns wie ein Fluch zu verfolgen, dass wir immer irgendwelche Aufgaben erledigen müssen, damit wir uns als würdig erweisen können. Aber sei es drum. Wir müssen jetzt diesen Ork-Schaman finden. In einem Kastell östlich von hier. Na gut, wie kommen wir hier übrigens wieder raus? Das ist eine gute Frage eigentlich. Denn hier kamen wir rein. Wenn wir die Teleportationsrolle wieder benutzen, kommen wir wieder hier raus. Also müssen wir wahrscheinlich zu den Wassermagiern wieder zurück teleportieren und dann wieder hierher laufen. Also in das unterste Geschoss hiervon laufen. Aber na gut. Speichern wir erstmal ab. LP 67.